Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker in der Aufklärungszeit. Dann sind wir ein Land der Ingenieure, der Techniker, der Erfinder geworden im Zeitalter der Industrialisierung. Und in Zukunft werden wir ein Land der Heiler, der Visionäre, der Geisteswissenschaftler, aber auch der Botschafter für wahre Freiheit werden. Warum? Naja, weil hier der größte Bedarf ist an Heilung und auch der größte Bedarf ist an Freiheit. Muss man mal ganz klar sagen. Und die hauptsächliche Freiheit ist Freiheit im Geiste. Was darf ich denken und aussprechen? Ja. Und wir sehen ja gerade, dass hier eine massive Zensurwelle durchs Land geht, oder nicht nur hier, aber das ist ja nochmal verschärft worden jetzt zum Herbstbeginn. Es hat ja Gründe, warum offensichtlich immer mehr Zensur passieren muss, weil bestimmte unbequeme Wahrheiten sonst zu sehr, zu schnell die Runde machen. Aber das kann man so oder so nicht aufhalten. Ne? Das kann man jetzt ein bisschen verzögern. Und dadurch vielleicht sogar noch mehr Menschen aufwecken, die sich dann fragen, ja, wieso wird denn der zensiert? Warum wird das jetzt zensiert? Kann ich ja gar nicht nachvollziehen, muss ich mir mal genauer anschauen. So. Also in gewisser Weise wieder, was Goethe sagte, ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Also Kraft und Gegenkraft, die sind immer da. Ja? Und insofern ist das schon okay, was hier passiert. Also es ist ein spirituelles Abhärtetraining. Wir Ja. lernen ja ganz viel dabei. Wir müssen lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, das ist klar. Und da werden wir gerade richtig geprüft. Das ist Hier eine gibt's doch Prüfung für jeden. zwei schöne Beispiele aus der Geschichte, aus meiner Lebensgeschichte auch, aber auch allgemein. Viele kennen das vielleicht. Die Ärzte hatten ja damals auch diese Zensurprobleme in den 80ern mit ein paar Liedern Claudia Schäferhund und dem Schlaflied und so weiter. Und dann hatten die erstmal ja wirklich harte Probleme, weil die dann nicht mehr auftreten durften. So 2 Jahre war wirklich heftig. Aber dann haben die gesagt, so bringen wir das Album ab 18 raus. Und da hat das wirklich so einen Sog nochmal erfahren. Das war das die Band, die indizierte Band und so weiter. Und dann haben die nochmal richtig ein Revival gehabt. Und waren dann letztendlich kurz danach richtig erfolgreich mit dem letzten Album, haben sie sich aufgelöst, auch 1993 sind die richtig, richtig durch die Decke gegangen. Aber da war das auch so, am Anfang war das schlecht, die Zensur, aber danach, als sie da die 2 Jahre Durststrecke überstanden hatten, dann konnten die das für sich wieder nutzen, das Album ab 18 machen und rausgehen. Und ein anderes schönes Beispiel ist von Jan van Helsing, der damals dieses Buch rausgebracht hat, auch nach Zensur, Hände weg von diesem Buch. Das war eines der ersten Bücher in diesem Bereich, die ich gelesen habe. Ich dachte, boah, Hände weg von diesem Buch, klingt interessant. Ja. Hinten durchgelesen und dann gesagt, okay, das Buch muss ich lesen. Das ist einfach, geht nicht anders, ich komme nicht dran vorbei. Im Grunde kann man sagen, die verbotene Frucht. Genau. Verbote führen nur dazu, dass immer mehr Menschen sich fragen, ja, was ist denn das? Ja, also deswegen, Verbote bringen gar nichts. Man muss den Menschen zeigen oder auch den Kindern, wenn es darum geht, beibringen, wie sie mit Informationen oder mit bestimmten Wahrheiten umzugehen haben. Verbieten bringt ja gar nichts. Ja, das ist, was man in der Kindererziehung. Die Kinder werden Wege finden, dann doch ranzukommen. So, deswegen, es ist eigentlich ein Spiel, was wir hier sehen, muss man mal ganz klar sagen. Ja. Und es ist eigentlich auch ein verzweifelter Versuch, da irgendwie was zu deckeln, ja, was gar nicht deckelbar ist, wenn Vor man allem ist es mal. eine kurzfristige Nummer, weil langfristig wird sich das eh eher auflösen, dann wird es halt mit einem viel größeren Schwung zurückkommen. Es ist ja genau wie zum Beispiel bei den Ärzten gewesen und bei vielen anderen auch. Ja. Natürlich wissen wir nicht, wie lange es dauert und wir müssen halt die Zeit überstehen und im Idealfall aber auch einfach weiter aktiv bleiben und uns gar nicht so sehr in dieses Kreuzfeuer hineinbegeben, in dem wir Genau. gewisse Sachen ja gar nicht so klar benennen, weil viele Sachen sind uns auch allen klar, die müssen wir nicht mehr so im Detail aussprechen und dann einfach weitergehen in die nächsten Ebenen. Deswegen auch immer so weiter. Deswegen mache ich das ja auch. Die Videos sind nur teilweise auf YouTube. Es gibt dann einen Community-Bereich. Bei dir gibt es die Online-Webinare, wo dann wirklich dann die Sachen auf den Punkt gebracht werden, weil da sind wir in einem Raum, der ist freier als jetzt in dem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Ja, ist so. Ja, und das erkennen immer mehr Menschen und dann ist es halt so. Ne? Ja. Also es wird immer Wege geben, dass bestimmte Botschaften an die Menschen kommen, die dafür offen und bereit sind. Ne? Und Was auch ein, ja, Entschuldigung. ich will nur sagen, jeder muss sich ja auch für diese Sachen selber qualifizieren, könnte man sagen. Ja? Also man muss sich schon auch ein bisschen dahin bemühen. Ja? Also ich sage immer, Wissen ist eine Hohlpflicht. Ja? Man soll nicht nur so ein passiver Konsument sein und einfach nur sagen, ja, bring mir alles. Oh, du hast mir das immer noch nicht geliefert. Oh, das soll Geld kosten und so diese ganze Konsumentenhaltung. Sondern jeder muss sich da auch bemühen. Du musst ernsthaft auch, wenn du Fragen hast, wirklich versuchen, ernsthaft dahinter Antworten zu bekommen und nicht einfach nur so, ja, interessiert mich eigentlich gar nicht so, aber ich bin ein bisschen neugierig. So. Nee, Neugier allein reicht hier nicht. Ja. Das ist also, sag mal, Recherche und Dinge aufdecken, da ist viel mehr Arbeit hinter, als die meisten sich vorstellen können.
Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.